Ben a Valuté, Valuté und Padebore. Padesha, Padesha, Padesha. Und zur Seite führen, Knie zeigt nach oben. Und Pique in die zweite fallen und Tourette. Rückschließen und rück. Ich tanze mein Leben lang und sehr gerne und kann mir ein Leben ohne Tanz nicht vorstellen. Sondern sofort da dann ran, klar? Und nicht so lahm, sondern zack, zack. Ich verlange ziemlich viel. Ich finde, wenn, dann sollen sie es auch richtig lernen und deswegen bin ich dann manchmal schon energisch. Trübe Stimmungen kann man tatsächlich wegtanzen. Wenn ich mich dann mit meinem Ballett beschäftige und mit Musik, dann habe ich eigentlich am Schluss immer ein gutes Gefühl. Ich nehme es schon ziemlich genau. So ist man erzogen und Pünktlichkeit, das gehört eigentlich alles dazu. Die 90 Jahre merkt man Christa Steyer nicht an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das weiß ich, das ist nicht selbstverständlich. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist aber auch Glück. Ich meine, dafür kann ich nicht unbedingt nur. Das ist nicht nur die ständige Bewegung, sondern es ist auch viel Glück, dass ich habe, dass ich immer noch so beweglich bin. Auch Enkelin Jenny hat die Beweglichkeit geerbt. Sie und ihre Mutter können das Lebenswerk der Großmutter, die Ballettschule, fortführen. Irgendwann muss ich ja aufhören, das lässt sich ja wahrscheinlich nicht vermeiden. Und dass dann meine Tochter, meine Enkeltochter das Ganze allein übernehmen und dann so in meinem Sinne weitermachen. Das freut mich sehr. Und 2 und 3 und zurück. Andere Seite und 1. Zu Hause bei der 90-Jährigen wird auch schon mal eine Choreografie einstudiert. Christa Steyer ist in Berlin aufgewachsen. Zu Kriegsende machte sie die Tanzausbildung. Zum Glück habe ich die schlimme Kriegszeit gut überstanden, würde ich sagen. Also ich habe immer positiv in die Zukunft geguckt und das ist mir gut bekommen, denke ich. Der Koffer, der hat mich eigentlich durch die ganzen Kriegsjahre begleitet. Die hatte ich täglich bei mir. Und da waren hauptsächlich meine Spitzenschuhe drin, die mir sehr wichtig waren. Und viel mehr besaß ich auch nicht. Und der ging auch mit in den Luftschutzkeller, denn ich musste ja jede Nacht und am Tage auch in den Luftschutzkeller wegen der Bomben. Den Stuhl weg und... Nach der Tanzkarriere heiratete Christa Steyer und zog mit ihrem Mann nach Calw. Der war Bildhauer. Für seine Skulpturen stand sie Modell. So ist gut. 4 Kinder haben die beiden. Tochter Sabine ist Nesthäkchen und das einzige Mädchen. Sie war zu mir streng, aber doch gleichzeitig auch sehr liebevoll. Das meine ich doch. Ja, ja. Und eigentlich sind wir wie gute Freundinnen. Ja, das war. Auch im Garten legt sie Wert auf Ästhetik. Christa Steyer liebt Blumen und verbringt so viel Zeit wie möglich bei ihren Beeten. Hier ist mein Lieblingsplatz im Sommer. Hier frühstücke ich morgens, hier esse ich Mittag. Und hier habe ich meine Ruhe. Hier lese ich. Viele Bücher habe ich hier schon gelesen. Und hier ist es einfach herrlich mit dem Vogelgezwitscher. Und abends habe ich meistens sogar einen sehr schönen Sonnenuntergang.